Hey, yo Leute, Crimex hier und heute auch schon wieder einige neue Infos und auch einige neue Bilder zu dem bevorstehenden Banküberfall-DLC am Start. Und zwar hat Rockstar Games gestern mal wieder neue Infos und neue Bilder zu dem Banküberfall-DLC veröffentlicht. Es sind auf jeden Fall weitaus mehr Dinge, die uns erwarten werden. Nicht nur neue Fahrzeuge, neue Waffen und der Banküberfall-Modus, sondern eben auch, wie ich euch gleich nennen werde, einige neue Spielmodi werden noch dazu kommen. Ist auf jeden Fall ziemlich cool und dazu wurden eben auch Bilder veröffentlicht, aber dazu gleich mehr. Bevor ich mit dem eigentlichen Video starte, wollte ich nämlich noch was sagen und zwar zu dem FAQ-Video, das ich gestern gemacht habe. Und zwar habe ich ja in dem Video aus Spaß gesagt, dass ich mit Amix und Browns wirklich niemals etwas zu tun haben möchte und mit ihnen niemals ein Video machen würde. Und um die Ironie zu verdeutlichen, habe ich eben im Hintergrund Videos gezeigt, die ich eben mit den beiden schon zusammen gemacht habe. Aber trotzdem haben manche Leute die Ironie nicht verstanden und haben dann in den Kommentaren rumgeflamed, warum ich die denn beleidige und was gegen die habe. Also Leute, wie gesagt, ich habe es ja gerade gesagt, es war wirklich nur Ironie. Ich habe ja währenddessen noch im Hintergrund gezeigt, wie ich eben schon Videos mit den beiden zusammen gemacht habe. Und wer das eben nicht verstanden hat, dem ist echt nicht mehr zu helfen, Leute. Also wie gesagt, war einfach nur Spaß und sonst hätte ich die beiden noch nicht in meiner Subbox drin. Sind wirklich beides gute Kollegen von mir, aber ist jetzt auch völlig egal, wie gesagt, war nur Spaß. Und ja, wie gesagt, wir haben auch die meisten verstanden, waren wirklich nur ein, zwei. Das wollte ich jetzt einfach noch kurz sagen, bevor es mit dem Video losgeht. Aber ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal mit den neuen Infos und mit den neuen Bildern. Ab geht's! Und zwar, wie schon eben gesagt, wird das heißt DLC eben nicht nur die Banküberfälle und einige neue Waffen und Fahrzeuge mit sich bringen, sondern wie Rockstar Games gestern angekündigt hat, eben auch drei neue Spielmodi und auch ein neues System, um möglichst schnell an Geld zu kommen. Aber dazu gleich mehr. Ich würde sagen, wir starten einfach direkt mal mit den drei neuen Spielmodi. Ich werde euch jetzt übrigens auch mal nach und nach im Hintergrund Screenshots einblenden, welche Rockstar Games ebenfalls mit dem Post gestern veröffentlicht hat. Jedoch hat Rockstar Games auch geschrieben, dass man diese drei übelst geilen neuen Spielmodi eben nicht direkt zu Anfang hat, sondern dass man diese nach und nach mit den Heist-Missionen freischalten muss. Aber ist jetzt auch völlig egal, ich würde sagen, wir starten einfach direkt mal mit dem ersten Spielmodi und dieser heißt Come Out to Play. In diesem Spielmodi gibt es zwei Teams, einmal die Läufer und einmal die Jäger. Wie der Name von den Läufern schon sagt, müssen diese eben in dem Spielmodi laufen und das Ziel von ihnen ist es eben, von dem Spawnpunkt, also von dem Start der Mission eben nach Hause zu laufen. In dieser gesamten Mission dürfen oder besser gesagt können sie überhaupt keine Fahrzeuge benutzen und wie der Name eben schon sagt, können sie eben nur laufen. Einen Vorteil haben sie jedoch gegenüber den Jägern und zwar können die Läufer alle Waffen benutzen. Sie können nur laufen, also können keine Fahrzeuge benutzen, aber dafür haben sie eben alle Waffen. Die Jäger hingegen, diese können nur Quads oder Motorräder benutzen, also können gar nicht absteigen und dadurch, dass sie eben nur auf Motorrädern oder Quads sitzen können, haben sie dementsprechend auch eingeschränkte Waffen und sind deswegen etwas schwächer. Jedoch ist dieser Spielmodus trotzdem nicht unfair, da die Läufer eben nur ein Leben haben und die Jäger haben eben unendlich viele Leben. Heißt, wenn diese von einem Läufer abgeschossen werden, dann spawnen sie einfach wieder und können wieder direkt versuchen, diese einzufangen. Und ja, das habe ich noch gar nicht erklärt. Und zwar müssen die Läufer eben nach Hause laufen und die Jäger müssen diese natürlich auf dem Weg zu ihrem Zuhause abfangen. Und jetzt ein bisschen so wie Capture, also diese müssen eben verhindern, dass die Läufer eben nach Hause kommen. Ja, ich würde sagen, wir machen direkt einfach mal weiter mit dem nächsten Spielmodi und dieser heißt Belagerungszustand. Dieser Spielmodus Belagerungszustand hört sich wirklich übertrieben geil an und ich denke, wenn es so wirklich nur halb so geil ist, wie es sich jetzt zunächst anhört, dann wird es auf jeden Fall mein neuer Lieblingsspielmodus. Aber ich würde sagen, wir starten jetzt hier einfach direkt mal mit den Infos zu diesem Spielmodus. Und zwar gibt es in diesem Spielmodus auch wieder zwei verschiedene Teams. Einmal die Angreifer und einmal die Verteidiger. Das Team der Verteidiger ist in der Unterzahl mit maximal 4 Spielern und das Team der Angreifer mit beliebig vielen anderen Spielern. Wie der Name schon sagt, geht es eben darum, eine Stellung zu verteidigen und das besteht eben aus den 4 Verteidigern. Also die 4 Verteidiger müssen die Stellung verteidigen und das könnt ihr jetzt auch im Hintergrund sehen, das ist eben dieser grüne Bereich. Diese 4 Verteidiger sind jedoch in der Unterzahl, haben jedoch keinen Nachteil, weil die 4 Verteidiger auf alle Waffen zugreifen können und die beliebig vielen Angreifer eben nur eine abgesägte Schrotflinte benutzen können und eben auch wieder, wie schon in dem Spielmodus davor, haben diese Angreifer eben unendlich viele Leben und die Verteidiger jedoch nur ein Leben. Und nun kommen wir auch schon zu dem dritten und letzten Spielmodus und dieser trägt den Namen Hasta la Vista. Dieser Spielmodus hört sich wirklich extrem lustig an, weil es in diesem Spielmodus überhaupt keine Waffen gibt und zwar gibt es in diesem Spielmodus einfach auch wieder nur zwei Teams. In diesen beiden Teams gibt es einmal ein Team, das auf Fahrrädern unterwegs ist und in den anderen Team besitzt eben jeder Spieler ein LKW. Ich denke mal, ihr könnt euch schon denken, wie das Ganze ausgehen wird. Und zwar müssen die Fahrradfahrer einfach nur rechtzeitig versuchen, einen Checkpoint zu erreichen. Und das Team in den LKWs muss einfach versuchen, die Fahrradfahrer, bevor sie den Checkpoint zu erreichen, mit ihren fetten Reifen zu zerquetschen. Ja Leute, hört sich wie gesagt ziemlich lustig an, weil es in diesem Spielmodus einfach überhaupt keine Waffen gibt. Das hat Rockstar Games auch extra dazu geschrieben. Also die Fahrradfahrer können sich eigentlich gar nicht gegen die LKWs wehren. Diese müssen einfach nur schauen, dass sie wirklich rechtzeitig den Checkpoint erreichen, um nicht zermatscht zu
zu werden. Ja, Freunde, diese drei Spielmodi hören sich auf jeden Fall alle richtig gut an und ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie diese so werden. Natürlich werde ich euch die alle auch auf meinem Kanal zeigen und ihr könnt mir mal gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das bis jetzt so findet. Wie gesagt, ich finde, das hört sich alles ziemlich gut an. Am meisten freue ich mich so auf diesen Verteidiger-Spielmodus und könnt ihr mir natürlich auch mal gerne in die Kommentare schreiben, welchen der drei Spielmodi ihr so bis jetzt am besten fandet. Aber ich würde sagen, wir machen mal weiter mit dem nächsten Punkt und zwar mit den Tageszielen. Das war dieser Punkt, den ich schon am Anfang angesprochen habe. Und zwar könnt ihr mit den Tageszielen an einem Tag $500.000 verdienen. Das ist echt richtig krass, was Rockstar Games sich da einfallen lassen hat. Und zwar würde ich sagen, ich erkläre euch das Ganze jetzt einfach mal. Und zwar sieht das Ganze so aus, dass es eben jetzt nicht nur solche Anrufe oder solche Nachrichten, die man eben von NPCs wie Lester oder sowas bekommt, sondern jetzt gibt es eben noch diese Tagesziele. Tagesziele, diese bekommt ihr dreimal am Tag und das sind eben auch Anrufe oder solche Nachrichten von Lester, Lamar oder Trevor und diesen müsst ihr dann helfen, irgendwelche Cops abzuschütteln oder ein Flugzeug zu klauen oder irgendwas in die Luft zu jagen. Also richtig geile Missionen werden das sein, hat Rockstar Games geschrieben. Also auch Missionen, die so in Richtung Banküberfälle und sowas gehen und diesen müsst ihr dann einfach dabei helfen und dann können für euch einfach Bonis in Höhe von bis zu 500.000 Ingame-Dollar rausspringen. Ist auf jeden Fall richtig krass und ich finde das Ganze wirklich extrem geil, weil meiner Meinung nach fand ich diese ganzen Aufträge und Nachrichten, die man die ganze Zeit bekommen hat, einfach nur immer extrem nervig und so kann man da eben auch noch einiges an Geld damit verdienen. Finde ich wirklich ziemlich cool, da ja eben auch extrem viele Spieler nicht so arg viel Geld haben und da man auch etwas Geld braucht, um die Banküberfälle dann letztendlich spielen zu können, finde ich das wirklich eine ziemlich gute Idee, dass sich Rockstar Games sowas einfallen lassen hat und somit werden diese kleinen Missionen, die man dann immer bekommt, auch noch etwas lukrativer und somit werde ich diese auf jeden Fall auch in Zukunft immer mal öfter spielen, denn wenn wir mal ehrlich sind, ich glaube nicht, dass jeder von euch hier immer diese Mission angenommen hat, die man da andauernd bekommen hat. Ich fand diese wirklich einfach nur extrem nervig und so sind die einfach ein bisschen interessanter meiner Meinung nach. Dazu könnt ihr mir natürlich auch mal gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben und und letztlich gibt es auch noch ein neues E-Mail-System und das Ganze ist einfach so ein bisschen wie das SMS-Schreiben, das man jetzt auch schon machen kann, nur bei dem E-Mail-System kann man eben auch Freunden eine E-Mail schreiben, die eben nicht nur in der eigenen Sitzung sind. Ist auf jeden Fall auch ziemlich cool, so kann man eben immer mit seinen Freunden in Kontakt bleiben. Ja Leute, das waren auf jeden Fall alle neuen Features, die Rockstar Games gestern noch veröffentlicht hat. All diese neuen Sachen werden eben noch zu den Sachen, die wir bereits kennen, aus dem Trailer dazukommen und ich bin auf jeden Fall nun mal richtig gespannt, was nächste Woche auf uns zukommen wird. Ich bin auf jeden Fall richtig gehypt von diesem DLC. Es werden so extrem viele neue Sachen auf uns zukommen und ich finde es einfach nur extrem geil. Ich meine, wir haben jetzt zwar lang genug gewartet, aber man muss einfach auch sehen, dass Rockstar Games dieses riesige DLC so viel Arbeit für uns völlig kostenlos zur Verfügung stellt und ich bin ganz ehrlich gesagt nicht mehr angepisst auf Rockstar Games, auch wenn wir jetzt wie gesagt sehr lange gewartet haben, aber es ist einfach nur extrem geil, was da alles auf uns zukommt. Ja Leute, aber ich würde sagen, ich bin jetzt an der Stelle einfach mal raus. Ich hoffe natürlich immer, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn im System prügelt, jetzt immer auf den Like-Button ein. Und ja, dann würde ich sagen, bis dahin, haut rein Leute, euer Crymax.